Sehr geehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, 9,6 Sekunden. 9,6 Sekunden währte der Todeskampf der jungen Ärztin, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war und von einem rechtsabbiegenden LKW langsam und qualvoll vom Leben in den Tod befördert wurde. Die junge Frau hatte noch verzweifelt gegen den LKW geklopft. Der LKW-Fahrer gab anschließend zu Protokoll, er dachte, er hätte eine Mülltonne überfahren. Die junge Frau, die junge Ärztin, hatte keine Chance gehabt. Der LKW-Fahrer hätte sie gehabt, hätte er einen Abbiegeassistenten gehabt. Ein Gerät, was den Fahrer, wenn er den toten Winkel übersieht, wenn sich ein Fahrradfahrer rechts auf dem Fahrradweg nähert, durch ein akustisches Piep und ein optisches Blinksignal gewarnt worden wäre. Ich mache den Fahrern keinen Vorwurf, denn obwohl es 6 Rückspiegel gibt, kann man nicht immer konzentriert nur in die Rückspiegel schauen. Ich muss auch den Verkehr vor mir und an den Seiten beobachten. Es gibt vielleicht schlechte Witterungsverhältnisse. Es dämmert. Ich kann aber auch den Fahrradfahrern keinen Vorwurf machen, dass sie dazu locker wären. Denn sie fahren ja seitlich an den LKW heran. Und ich habe keine Möglichkeit, wenn ich mit dem Fahrrad daneben stehe, mit dem LKW-Fahrer Blickkontakt aufzunehmen, ob er mich denn jetzt gesehen hat. Und auch verwirrend ist für viele, gerade für Kinder, dass ein rechtsabbiegender LKW eigentlich erstmal geradeaus oder, wenn es der Verkehr zulässt, erstmal leicht links in den Schwenker geht, um dann abzubiegen. Ein Abbiegeassistent kostet inklusive Einbau unter 2.000 Euro. Ein neuer LKW 120.000 bis 300.000 Euro. Und so ist es so, dass viele verantwortungsvolle Firmen schon ihre ganzen Flotten umgerüstet haben. Unsere Supermärkte, Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, dass Speditionen das getan haben, die DB Schenker oder beispielsweise viele Kommunen umgestellt haben. Und das ist auch gut so, denn die Hälfte der Abbiegeunfälle wird durch kommunale Bau- und Entsorgungsfahrzeuge verursacht. Im Fall von Köln, die haben ihre Flotte auch umgerüstet, aber leider erst, nachdem ein 7-jähriger Junge umgekommen ist. Meine Damen und Herren, ich habe diesen Antrag bereits schon vor einem Jahr gestellt. Und damals wurde gesagt, es wäre ein Abstauberantrag oder er wäre nicht nötig, weil die EU, die kümmert sich darum und bis zum Jahr 22 oder 24 erst wird das verpflichtend sein. Seit ich den Antrag gestellt habe, sind alleine hier in Nordrhein-Westfalen nur im Jahr 2019 5 Menschen ums Leben gekommen und 106 Personen verletzt, teilweise schwer verletzt worden. Und die Statistiken zeigen uns, dass wenn wir noch mal 4 Jahre warten würden, dass wir es mit über 100 Toten zu tun haben werden und 450 Verletzten und Schwerverletzten. Dabei haben wir jetzt die Möglichkeit. Die Stadt Wien hat es vorgemacht. Da kommt kein LKW mehr rein ohne einen Abbiegeassistenten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden diesen Antrag im Verkehrsausschuss abschließend beschließen. Und auch wenn Sie niemals einem AfD-Antrag zustimmen würden, weil Sie sind die Guten und wir sind die Bösen, bitte ich Sie mal darüber nachzudenken, ob Sie vielleicht wenigstens sich mit einer Enthaltung zufrieden geben könnten. Es geht hier um Menschenleben. Oder bringen Sie bitte einen eigenen Antrag oder einen Änderungsantrag rein. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das tun, wenn wir inhaltsgleich sind, ich werde das nicht ausschlachten irgendwie, indem ich da Interviews gebe und einen Videoclip mache. Mir geht es wirklich inhaltlich darum. Sie haben noch einige Wochen Zeit. Ja, Sie mögen lachen. Ich meine es tatsächlich ernst. Sie haben noch einige Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Ansonsten werden Sie fast wöchentlich in Ihren Lokalzeitungen darüber lesen, wie Leute schwer verletzt werden oder wie Kinder beispielsweise, ein 4-Jähriger, der vor den Augen seines Vaters ums Leben gekommen ist. Da müssen Sie mit umgehen. Und deshalb gehen Sie noch mal in sich und überlegen Sie, ob
ob Sie da wahrscheinlich mal über Ihren Schatten springen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.